Ja, hallo, hier ist der Quert und ich begrüße euch zu einem neuen Video und leider ziemlich viel Unhau, nein, Verhau, tut mir leid, Verhau, genau, denn ich war jetzt ehrlich gesagt zu faul, um aufzuräumen. Deswegen wollte ich es eh nur ganz kurz machen, weil ich es sonst wieder vergesse. Ich habe einen kleinen Sneak Peek auf einen zukünftigen. Für ein zukünftiges Projekt sehen, aber egal. So, denn ich habe mir eine Sache gekauft, die sich nennt dieser Xbox One Covered Forces Controller. Und warum? Ich habe doch schon einen normalen alten Controller und der hat nur ein billiges Zeug drauf, damit er anders aussieht und ist sonst exakt das gleiche. Würde man meinen, aber es gibt einen kleinen Unterschied. Und da ich ihn einen zweiten Controller gebraucht habe, so, jetzt stell mal scharf hier. Genau. Hier gibt es jetzt nämlich einen, ja, so ein Mikrofon-Dingsel, Loch, bla, keine Ahnung. Nicht nur für Mikrofon, sondern auch für Kopfhörer und alles und sonst was. Und deswegen mache ich den jetzt mal auf. Dafür habe ich hier so ein cooles, Messer. Ach Gott, damit. Denn dort unten ist er irgendwo zu. Hier. Gott, ich hätte endgern mal eine richtige Kamera mit Stativ und allem, dann ist das hier nicht immer so unglaublich unpraktisch. Ich muss alles mit einer Hand machen, was gar nicht mal so einfach ist. So, dann sehen wir das eh nur kurz mal an, weil recht viel mehr Trubel ist da jetzt eigentlich eh nicht mit dabei. Hier eine wunderschöne Box, die sich einfach super aufklappt. Ich muss sagen, ich liebe solche Boxen. Und dann sieht man eh schon direkt den Controller und auch direkt schon den Unterschied. Hier hat er nämlich einen 3,5 mm Klinkenstecker und den hat dieser sehr schmutzige Controller hier nicht. Dam, dam, dam. Und das Tolle daran ist, wenn man jetzt einen Kopfhörer hat, der auch noch ein Headset inkludiert hat, wie dieser hier, und dann, scheiße, und dann das Kabel, beziehungsweise das Ende vom Kabel findet, dann kann man das hier einfach irgendwie reinstecken. Außer man schaut durch die Kamera und kann deswegen nicht treffen. Dann steckt es hier so drin. Dann sollte theoretisch meines Wissens auch Sound durchkommen. Das werde ich aber noch testen und dann backreporten und sagen, wie es ist. Naja, genug davon. Was ist hier sonst noch in der Box? Höchstwahrscheinlich nicht viel. Noch Batterien, wo ich eigentlich Akkus habe, aber ich werde sie trotzdem mal verwenden. Und dann kam meine Mom rein mit diesem Poster. Von Bund Naturschutz. Aber ich spende bereits für den WWF. Tut mir leid. So, genau. Dann schauen wir nochmal darunter. Was ist hier noch? Irgendwelche komischen Guides, wie man den Controller. Also. Ja. Ich glaube, das kriegt dann jeder auch noch irgendwie hin. Ich bin unscharf hier alles. In verschiedensten Sprachen und bla und überhaupt. Und man kennt es ja. Und hier noch. Ja, so Zeug. Das war es im Großen und Ganzen. Immer merken, so Schachteln immer aufbewahren. Man weiß nie, wann man es wieder zurückschicken muss. Nie direkt wegwerfen, so wie meine Mama. Ja. Und wie gesagt, ich teste es aus, werde dann noch hinten was dranhängen an das Video und sagen, wie das Ganze denn funktioniert. Na dann, ciao und tschüss, sagt der Quert, vorerst zumindest. So, nun mein Fazit zum neuen Controller, den ich mir geholt habe, den Covered Forces Xbox One Controller für, ich glaube, ich habe gezahlt 54 €, was wie gesagt für einen Controller von der Xbox One, der noch relativ neu ist, okay ist, kann man sich jetzt drüber streiten. Ich glaube, der aktuell kostet der normale Xbox One Controller 40 € rum, sowas habe ich jetzt aber auch nicht genau nachgesehen. Was mir sehr gut gefällt, ist, er sieht ganz gut aus, also die Textur ist jetzt natürlich nichts total Special-mäßiges. Aber auf jeden Fall nicht schlecht und verleiht dem Controller ein bisschen farbliche Abwechslung, als einfach nur, ja, wenn er nur eine Farbe hätte. Und er hat natürlich diesen 3,5 mm Klinkenstecker, der sehr schön ist, weil man einfach jedes Headset anschließen kann, was man möchte. Oder zumindest fast jedes. Aber dazu komme ich gleich noch. So, was auch noch schön ist, was mir persönlich aufgefallen ist, sind, dass die Bumper deutlich besser sind als beim normalen Standard-Xbox-Controller. Und einfach, nun, beim Standard-Xbox-Controller ist es so, dass es nur
weit außen recht einfach ist, diese zu drücken. Wenn man weiter innen drückt, dann tut man sich da eher schwerer, weil man mit einem großen Widerstand zu kämpfen hat. Und das wurde hier eindeutig behoben. Und der Klick im Generellen ist einfach einfacher und besser. Mehr so, wie man es von der 360 gewohnt ist. Genau. Ich glaube, man kann einen auch noch wireless updaten, muss ihn also nicht mehr anschließen, um Firmware-Update zu machen. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher, habe ich auch nicht getestet. Nun zu den Kontras, von dem ich hauptsächlich eins habe, denn mein ursprünglicher Plan ist nur Medium aufgegangen. Ich wollte nämlich eigentlich meinen Kopfhörer anschließen, den ich mir mal gekauft habe, der eben auch ein integriertes Headset hat. Wie ich aber feststellen musste, ist, und ich glaube, das gilt generell für alle diese Headsets, sind sämtliche Headsets, die für das iPhone optimiert sind, nicht mit diesem Controller zu gebrauchen. Zwar funktioniert das Headset in meinem Kopfhörer auch mit meinem Windows Phone und dort habe ich auch keinerlei Probleme. Ich kann zwar die Lautstärketasten nicht nutzen, aber das Mikrofon funktioniert ohne weitere Probleme an meinem Handy. Am Controller jedoch ist dem nicht so. Da nimmt das Headset einfach keinerlei Ton auf. Also das Mikrofon ist im Großen und Ganzen nicht zu gebrauchen. Und wenn ich die Lautstärketasten drücke, dann ist einfach nur ein großes Piepsen zu hören in der Party und es funktioniert somit nicht. Das gleiche ist auch noch mit meinen alten iPod-Kopfhörern, genau die gleiche Art. Deswegen tippe ich, dass es einfach höchstwahrscheinlich daran liegt, dass hier irgendwas wieder nicht mit irgendwelchen Standards greift oder keine Ahnung was. Was aber funktioniert hat, ist das Standard-Headset, das mit meinem Handy mitgekommen, also mit dabei war, wenn auch eher schlecht als recht, weil es einfach viel zu leise ist. Aber schlussendlich kam mir dann die Idee, dass ich einfach mein altes 360-Headset, das ich noch hatte, das leider einen Kabelbruch mit durchmachen musste und deswegen irgendwann von mir nicht mehr benutzt wurde, das alte Halo 4 Infinity Headset von Triton, glaube ich, ist es, einfach ja von dieser Steuerungskonsole da abschließe, die bei dem Headset mit dabei ist, weil da ist es einfach nur mit einem 3,5 mm Klinkenstecker mit drin. Und den konnte ich dann einfach einstecken und das hat auch super funktioniert. Kabel ist zwar etwas kurz und manchmal ziehe ich ein bisschen am Headset, aber insgesamt kann ich mich nicht beschweren. Einzig nervig ist natürlich, dass man im Vergleich zu den bereits ja direkt am Controller und wie auch ursprünglich gedacht von Microsoft befestigten Headsets keine Lautstärkekontrolle hat und auch das Headset natürlich nicht muten kann. Das geht also schon, aber nicht direkt am Controller, sondern man muss erst in die Einstellungen unter Zubehör, unter den Controller und dann kann man festlegen, wie sehr, ja, wie laut eben der Chat im Vergleich zum Spiel ist und wie laut im Generellen das Headset ist. Genau. Der Controller scheint auch eingebautes Voice Monitoring zu haben, was auch das erste Mal war, dass ich überhaupt Voice Monitoring erlebt hatte, weil ich zuvor bei keinem anderen Headset Voice Monitoring hatte und das funktioniert auch super, finde ich auch toll, weil man eben gerade bei Headsets, die ein bisschen von der Umgebung abschließen, dann eben sich selbst ja noch sehr gut hört und merkt, was man für einen Stuss redet und da eben keinerlei Probleme hat und auch nicht zu laut rumschreit oder halt eben ewig ins Mikrofon atmet, ohne dass man es merkt. Denn zumindest ich habe oftmals das Problem, dass wenn ich mich selbst nicht höre, wie ich spreche, dass dann meine Aussprache, die eh manchmal so bereits etwas verwaschen ist, dann sehr verwaschen wird. Und da kann das Voice Monitoring relativ gut kontern. Insgesamt muss ich also sagen, dass ich mit dem Controller sehr zufrieden bin. Er war sein Geld auf jeden Fall wert und er bietet mir jetzt eben die Möglichkeit, mal ein richtiges Headset an die Xbox One anzuschließen und halt auch mal zu spielen, ohne dass jeder andere mithört, der im selben Raum ist. Was vielleicht gerade eben, da ich jetzt die Xbox One ins Wohnzimmer bewegt habe, ganz praktisch ist, weil nicht jeder unbedingt immer den Game Sound hören möchte. Somit, ich kann ihn nur empfehlen, ich finde es cool und ich hoffe, dass auch bald die Standard-Controller mit diesen Neuerungen rauskommen, also dem Klinkenstecker und den besseren Bumpern und allem. Und ja, ciao, tschüss.